Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Swarper. Letztes Mal hatten wir hier die drei Portale, wo wir eins von beschritten haben. Waren wir hier bei diesem wunderbaren Rätsel, haben wir natürlich noch ein paar Minuten ausprobiert. Dann war die Folge zu Ende und jetzt machen wir hier weiter. Ich habe mir das mal eben angeguckt und es ist wirklich nicht schwierig. Und zwar ist es eigentlich, wir machen ja hiermit den roten weg und mit dem hier unten das blaue weg. Und wir machen jetzt eigentlich einfach hier so eine schöne Klonparade, indem wir jetzt dann da hinten erstmal den Schalter betätigen. So. Haben jetzt da oben frei, können hier oben einen draufstellen. Weil der sich schön nach links bewegen kann, bleiben wir hier unten. Sammeln wieder die ganzen anderen Klone ein, stellen uns hier einen drauf, indem wir rein switchen können. Stellen da einen drauf. Switchen hier oben dann in den anderen rein und sammeln die drei Orbs auf. So schnell geht's. So. Zack, erste Rätsel von denen haben wir geschafft. Aber ich glaube, ich habe eine schlechte Nachricht. Und zwar, wir haben jetzt noch diese beiden Himmelskörperverbindungen hier. Sonst sind hier keine Orbs mehr auf dieser ganzen Karte, bis auf diese 10 hier oben. Bei diesem unlösbaren Rätsel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal zurück müssen und diese 10 sammeln müssen. So. Nächstes Rätsel, Speicherterminal. Speichern mache ich erstmal dann danach. Jetzt nehmen wir erstmal hier noch schön auf. 1, 2. Wie will ich das machen? Will ich der hier sein? So. Glaube ich mit dem hier rein. Genau so wollte ich es machen. Zack. Jetzt haben wir die beiden da unten. Jetzt haben wir schon mal nur noch 3 Stück. Lösen wir uns dann irgendwann gleich nochmal irgendwo auf. Wenn ich wahrscheinlich hier runterfalle, sterbe ich. Deswegen werde ich jetzt hier einen hinmachen, in den reingehen. Den da oben fallen lassen. So wollte ich es natürlich nicht machen. Ja. Wir können uns nach rechts bewegen. Jetzt wäre da hinten frei, wenn wir hier wahrscheinlich auf dem blauen stehen würden. Ich probiere es mal aus. Geht das aus, genau. So, jetzt hätten wir alle belegt. Keinen einzigen Klon mehr übrig. Kann man die da hinten sich dann wiederholen irgendwie? Oder ist das jetzt ein Rätsel, das wir schaffen müssen mit nur 3 Klonen? Finde ich ja jetzt ein bisschen mies. Die beiden sind da hinten also eingesperrt. Können von hier aus... könnten wir da einen draufstellen, der sich nach rechts bewegen kann. Von dem könnten wir hier einen hinstellen, der sich auch nach rechts bewegen kann. Und er könnte sich selbst auch hier nach rechts bewegen. Jetzt hätten wir das da oben alles frei. Wir können ja noch niemals mehr einen Klon da oben hinstellen, der das Ding einsammelt, weil wir gar keinen mehr übrig haben. Brauchen wir dann... Das kann doch eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Einer von diesen beiden hier müsste momentan das Ding da oben auslösen. Also einer von den beiden müsste hier oben einen Klon hinstellen. Wir brauchen einen von den beiden da unten wieder, wenn nicht beide, oder? Sehe ich das gerade falsch? Es gibt hier aber auch keine Tipps und alles. Das ist aber auch wirklich mies. Guck mal, was passiert, wenn man da runterfällt. Da stirbt man also. Fallen wir mal runter, resetten das Level nochmal eben. Zack. Wir brauchen hier also 2 Kollegen. Ich will hier aber keine 2 Kollegen verschwenden. Ich will meine Kollegen behalten. Kann man hier irgendwie eine Slow-Mo-Action machen, dass man beide wieder hat? Weil man hat hier auch nirgendwo einen Punkt zum Resetten. Man hat hier keinen Punkt. Ich weiß auch nicht, wofür die ganzen Vorsprünge hier sein sollen. Also hier brauchen wir auf jeden Fall 2 Idioten drin. Ohne die geht es nicht weiter. Und wie wir bei dem einen Orb-Rätsel, da wo wir 10 Stück für bekommen haben, gemerkt haben, die schwersten Rätsel sind die, wo man nicht alle 5 zur Verfügung hat. Stellen wir uns mal hier an die Kante. Zack. So, wir haben 2. Wir haben noch 2 Leute übrig, die wir stellen können. Puh, das ist jetzt aber auch wieder ein Rätsel, was uns wahrscheinlich Stunden aufhalten wird. Und deswegen gucken wir uns erstmal das andere an. Dann gehen wir hierhin zurück. Ist ein bisschen flüchten vor den Rätseln. Nee, ich will jetzt eben ein bisschen vorankommen oder zumindest mal hier ein bisschen sacken lassen.
Hier haben wir das nächste Rätsel. Hier haben wir zumindest was, was uns resetten kann. Ich hüpfe jetzt erstmal hier rüber und gucke erstmal, wo wir die haben. Da unten haben wir diese zwei Orbs, die wir brauchen. Haben wir hier irgendwo Knöpfe, die irgendwas machen können? Huch. Das war zu tief. Wir können hier... Was passiert denn, wenn ich die Kiste hier wegziehe? Ach so. Wir haben da also... Können die so rutschen lassen. Sind jetzt also hier durch. Können hier durch keinen erstellen. Springen einfach mal runter und sterbe wahrscheinlich. Ja, genau. So, also die liegen auf so Schaltern drauf. Hier konnte ich auch nicht runterfallen. Da würde ich auch sterben. Ist auch zu tief. Hier kann ich zwar einen durch erstellen, aber der stirbt dann. Oder? Ah, das wollte ich nicht. Probieren jetzt mal aus, was passiert, wenn ich mich hier hinstelle. So weit wie möglich einen runtersetze hier. Das sollte ja reichen, da stirbt er nicht mehr. So, laufe mit dem. Jetzt ziehen beide Kollegen mal gleichzeitig diese Kisten hier weg. Jetzt haben wir schon mal einen, der da drüben ist. Jetzt haben wir schon mal einen. Achso, ja, das müsste doch jetzt eigentlich zu schaffen sein. Die Kisten rutschen jetzt. Dann können wir hier unten in den Rhein switchen, würde ich mal sagen. Springen wir hier hoch. Gucken jetzt, dass wir hier in diesen Kollegen reinkommen. Sammeln die Orbs auf. Zack, perfekt. Das ging jetzt noch, das Rätsel. Das eine oder andere ist wahrscheinlich auch so einfach. Ich komme noch nicht drauf. So, zack, zurück, hier rein. Und das mittlere will ich jetzt auch noch eben schaffen. Aber das ist einfach die Scheiße hier, wenn man so wenig Kollegen hat. Wenn man so wenige... Man kann hier auch nichts anderes machen, oder? Man kommt ja hier auch nicht anders durch. Ich benutze hier mal den Speicherterminal. Schau mal, wir können ja danach, kann ich, wenn ich die Runde beende, ja trotzdem da nochmal speichern, denke ich. So. Das bringt uns aber auch irgendwie nichts. Das gibt uns keinen Tipp oder sonst irgendwas. Oder ich fliege da jetzt mal eben drüber. Ob uns das vielleicht doch... Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Verdammt, da muss ich gleich irgendwo hinreisen hinterher zum Speichern. Hier einen rein. Hier einen rein. Und so. Ich kann auch nicht irgendwie die zerquetschen lassen danach oder sonst so schlimm, wie sich's anhört, einfach hier seine Klone zerquetschen zu lassen. Aber es funktioniert nicht, weil sie kommen einfach nicht da raus. Also das, was ich jetzt mit mir selbst da gemacht habe, funktioniert mit den Klonen nicht. So, ich kann hier hochfahren, ich kann den auch hier wieder schön runterfahren lassen, aber bringen tut das nichts. Da unten kann ich einen hinstellen, ich kann den jetzt runterfallen und sterben lassen. Ich kann hier einen draufstellen, haben wir das Licht da oben weg. Ich kann da unten einen hinstellen. So, es ist wunderbar, funktioniert super, wir haben das Ding jetzt so schön frei. Brauche ich das überhaupt? Oder verwirren diese Knöpfe hier eigentlich nur? Verwirren die Knöpfe einen nur? Reicht es vielleicht schon so? Dann ist das da momentan belegt. Ich probiere mal eben was aus. Vielleicht müssen wir die einzelne... Wir haben ja im Moment zu wenig Leute, um beide gleichzeitig zu machen. Da sind wir uns ja mal klar hier drüber, ne? Können nicht beide gleichzeitig betätigen. Wir bräuchten jetzt einen, den wir da oben drauf stellen können. Wenn wir da oben einen draufstehen haben, können wir uns nach links bewegen die ganze Zeit, ohne dass der runterfällt. Wir müssten da oben einen hinstellen. So, ich kann so jetzt einen da hinstellen. Jetzt habe ich hier momentan aber keinen übrig mehr. Und hier zwischen, ich kann jetzt momentan von hier, könnte ich einen hier draufstellen, aber von hier kriege ich keinen da oben drauf. Sammle die beiden hier nochmal ein, die Kollegen. So, wie? Ich kann momentan kann ich noch einen draufstellen. Könnte immer. Jetzt könnte ich schon keinen mehr draufstellen. So komme ich aber jetzt nicht mehr da oben ran. Das wäre ja jetzt eigentlich, also man wird die wahrscheinlich einzeln bedienen müssen. Wenn wir jetzt natürlich wieder einen mehr hätten, wäre es gar kein Problem. Zack, zack, aber wir müssen wieder mit unseren Ressourcen hinkommen, die wir haben. Tja, tja, wir können uns jetzt nach rechts bewegen. Wir können uns schön nach rechts bewegen. Kann man... Man kann das machen. Man kann das machen. Ich
kann den hier hinstellen und dann schön laufen. Probieren wir was ein. Ich sammle den hier nochmal ein. Stell den hier drüben hin. Laufe jetzt mal ganz hier hinten an den Rand. Stell mir hier den hier hin. Wechsle in den rein. Lass den einen sterben. Der Abgrund ist da nicht umsonst. Der Abgrund ist da nicht umsonst. Hüpfe. Blaues Licht aus. Stell da oben einen hin. Kann nicht in den rein switchen. Blaues Licht an. Wir können ab jetzt uns nicht mehr nach rechts bewegen. Können uns nicht wieder nach rechts bewegen. Also wenn ich jetzt ihn hier runterhole und dahin laufen wollen würde, würde das nicht funktionieren. Wir haben auch keinen übrig. Also. Könnte den jetzt runterholen. Kann aber nicht nach rechts. Kann so machen. Kann ihn hier werden. Kann mich hier jetzt fallen lassen und den nächsten abnippeln lassen. Kann jetzt hier hinten einen draufstellen und ein Stückchen bewegen und hab die Orbs zusammen. Sauber, also, wir müssen, wenn wir einen zu wenig haben, die Sachen einzeln bedienen. Das haben wir schon mal gelernt in diesem Rätsel. Vielleicht hilft uns das auch bei dem anderen. Ich muss da nochmal dann gucken. Wir fahren da jetzt, denke ich, direkt hin. Wenn wir weniger Leute haben, können wir die Sachen nicht gleichzeitig bedienen. So, wenn wir jetzt wieder oben sammeln, haben wir 125 Orbs und genau einen mehr, als wir brauchen, um diese nächste Schleuse zu bedienen. Also hier rein. Hier hoch in die Ecke. Weiter. Was haben wir hier? Memory Terminal, den werden wir wahrscheinlich auch benutzen dann. So, ich will das jetzt in der Folge jetzt hier schaffen. Wir haben jetzt noch... wir machen ja eh mal 20 Minuten Folgen, also haben wir noch 8 Minuten Zeit. Wenn wir doch wieder dieses Kinderrätsel da jetzt eben schaffen. So. Here we are. Bringt uns das was, wenn ich den direkt da oben drauf stelle? Ja, es bringt uns so viel, dass wir zumindest auch nicht in den Reihen wechseln können. Bringt uns das was? Sind wir wieder so weit? So. Sind wir wieder so weit wie sonst immer. Wir haben aber gerade gelernt, dass wir nicht beides auf einmal machen sollen, müssen, tun. Wir könnten wieder einen auflösen, indem wir ineinander springen. Das hatten wir ja schon mal beim Rätsel, dass wir ineinander gesprungen sind und dadurch einen aufgelöst haben. Ich probiere das Ganze mal, weil dann hätten wir wieder einen frei zur Verfügung. Huch, das wollte ich noch nicht, wollte da drüber springen. Dann könnte das auch der Clou sein, warum wir hier so eine lange Plattform haben. So, wir stellen jetzt hier so weit wie möglich hinten einen drauf. Aber hier so nah wie möglich hier dran. So. Wechseln jetzt hoch an die Wand. Ach so, wir kriegen die nicht zusammen, ne? Ich komme nicht mit der Person zu der hier ran. So, ja, cool. Leichter gedacht als getan. Probieren es eben nochmal hier runter. Also die müssten schon relativ übereinander direkt schon stehen, weil der hier ja nicht irgendwo hängen bleiben kann. Das heißt, ich müsste den hier genauso stehen, wie ich selbst bin ungefähr. Puh. Mit dem Kopf kann jemand hier auch nichts bedienen. Schade. Das habe ich nämlich bis jetzt auch noch nicht probiert, die ganze Zeit. Hier kann nirgendwo einer hingestellt werden. Nur hier oben kann man einen hinstellen. Erstmal. Können hier aus der Sicht hier einen hinstellen. Können mit dem auch schön wandern. Kann den auch relativ spät stellen. So. Kann auch mit dem wandern jetzt. Der da unten, der bringt uns irgendwie noch nichts. Wir müssen nicht alles auf einmal vielleicht machen. So. So.
wenn wir an der Decke sind. Wir müssten an der Decke sein, um den hier zu stellen. Wir können nicht anders an der Decke sein, als selbst jetzt hier. Ich kann nicht switchen im Moment, weil diese Lampe das hier verhindert. Ich löse ihn nochmal auf. Bewege ich mich jetzt hier knapp an den Rand, setze jetzt mal so und so. So, bringt uns das irgendwas? Kann ich von hier aus vielleicht darüber springen? Und jetzt so einen da hinstellen? Kann ich. Jetzt haben wir hier einen. Jetzt haben wir hier einen. Bringt uns das irgendwas? Bringt uns das irgendwas? Ich will ihn hier nochmal auflösen. Wir haben jetzt einen da hinten an der Decke stehen, der uns da einen hinmachen könnte. Indem wir uns aber nicht switchen können. Haben wir das da offen. Wir können immer noch nicht in den wieder rein. Können noch nicht in den da oben rein. Können nicht in den da unten rein. Also wir fehlen jetzt, wir haben jetzt einer, der uns fehlt, hier drunter. Der fehlt uns. Bringt uns das, wenn wir hier schön springen? Bringt uns das, wenn wir hier schön springen? Wir haben ja jetzt im Moment keinen da oben drauf. Wir haben im Moment ja auch überhaupt gar keinen, der auf dem Boden steht. Wir hatten ja jetzt nur den hier, der auf dem Boden steht. Und den können wir uns aber nicht wechseln. Der könnte jetzt einen erzeugen, aber der hier, der bringt uns überhaupt nichts. Der bringt uns überhaupt eigentlich gar nichts, oder? Bringt uns der irgendwas, wenn der hier hängt? Der kann dann weder runter, noch hoch, noch sonst irgendwas. Also der bringt uns absolut nichts. Das ist schon mal nicht richtig, so. Das ist nicht richtig, auf keinen Fall. Der müsste auf dem Boden stehen, das hatten wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Hier hinten müsste einer auf dem Boden stehen. Hier kann man ja auch nichts durchswitchen. Jetzt haben wir keinen auf dem Boden. Keinen auf dem Boden. Den einen auf dem Boden könnten wir dadurch erzeugen, indem wir den fallen lassen und der sich dann rumswitcht. So. Den kann man sich ja auch reinwechseln. Hier hoch können wir einstellen. Dann fällt der Heinz aber wieder. Und der Heinz hat ja auch eine Platte. Der hat ja nicht nur, dass wir da keinen hinstellen können, der hat ja auch noch eine Platte unter sich. Also ein Bedienelement. Moment, ich probiere mal eben was. Da jetzt gerade was eben im Kopf. Indem wir uns zwar einen hier hinstellen. Den reinwechseln, der erzeugt da einen, indem wir uns reinwechseln. Dann jetzt gleich, wenn der unten ankommt. So. Jetzt kann er sich ja nach links bewegen. Jetzt bewegen die sich hier an die gleiche Stelle. So. Achso, ja stimmt, wenn ich jetzt mit denen hier wieder so wunderbar laufe, habe ich jetzt wieder keinen frei, den ich da hinten hinstellen kann. Das war ja das, weil er hier oben immer noch unnütz ist. Und nochmal zurück. Kann ich irgendwie ineinander laufen mit denen, wenn ich das hier ein bisschen enger mache? Das ist ja auch manchmal hier ein bisschen Millimeterarbeit, muss man sagen. Jetzt kann ich hier den fallen lassen. So. Und in den... Will ich denn überhaupt in den reinwechseln? Will ich in den reinwechseln? Ich probiere es mal aus. Lauf, 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 lauf. Der muss noch ein Stückchen. Jetzt habe ich da zwei Stück. Die fallen jetzt gleich beide. Ich kann nicht in die rein. Ich habe auch wieder keinen übrig. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt in einen von den beiden rein könnte, könnte ich einen auflösen. Ich kann aber keinen auflösen, so wie ich jetzt momentan stehe. Ich müsste den hier oben wieder in mein Inventory bekommen, damit ich hier weiterkomme. Der hier oben, der muss aufgelöst werden. Der kann auch von hier, das ist ja das, was ich schon jetzt tausendsten Mal probiere, der kann auch von hier keinen da dran stellen. Weil das würde für mich logischer sein, wenn ich hier einen dran stellen könnte, aber das blaue Licht geht gar nicht weg.
Ja, du Arsch da unten, machst hier das ganze Spiel kaputt. Also ich denke, ich werde das jetzt offline so lange probieren, bis ich es hinkriege und dann euch in der nächsten Folge zeigen, wie es funktioniert und dann können wir geschmeidig dann mit unseren 125 Orbs dann weitergehen, das Portal öffnen und gucken, wie es dann weitergeht. Weil jetzt hier wüsste ich es jetzt wirklich nicht. Ich probiere es beim nächsten Mal dann, oder ich probiere es jetzt offline, offscreen eher, und zeige euch dann, wie das funktioniert hat hier das Ganze. Und bis dahin danke ich fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Leute.